klar. Das ist ein Lego-Roboter. Sieben solcher Roboter haben jetzt die Viertklässler der Grundschule Schäden mit ihrer Lehrerin Frau Claire zusammengebaut und sogar selbst programmiert. Das geht per Laptop. Erst mussten die Schüler lernen, wie das Programm funktioniert, dann konnten sie ihre eigenen Befehle eingeben. Gefragt waren vor allem mathematisches und analytisches Denken. Aber auch ein bisschen Englisch, denn viele Begriffe in der Programmiersprache sind nicht ins Deutsche übersetzt. Bei der Abschlusspräsentation zeigten die jungen Tüftler, was die kleinen Roboter können. Nämlich nach Befehl in verschiedene Richtungen fahren und sogar eine schwarze Linie auf weißer Fläche finden. So macht der Schulunterricht Spaß.